Bei euch ist es wie bei den Engeln, sagt ein 13-jähriges Mädchen, das massive Gewalt erfahren hat. Für sie beginnt im Kinderhaus Mignon in Hamburg-Nienstädten ihr zweites Leben. Schwer traumatisierte Kinder, Kinder aus schwierigem Milieu und behinderte Kinder können hier ihre Vergangenheit hinter sich lassen und Mut und Selbstbewusstsein für ihr weiteres Leben finden. Maja Schneider ist Heilpädagogin und die Leiterin des Kinderhauses Mignon. Seit 18 Jahren betreut sie mit ihrem Mann Kinder und Jugendliche, die ihnen das Jugendamt anvertraut hat. Mit bis zu 4 Fremden und den eigenen 2 Söhnen, die inzwischen aber ausgezogen sind, leben sie in einer familienähnlichen Wohngruppe. Wir nehmen Kinder auf vom Säugling, also von direkt nach der Geburt, bis zum 10., manchmal auch 12. Lebensjahr. Das kommt sich ein bisschen drauf an. Aber unser Modell ist eigentlich, dass die Kinder hier ihre Kindheit verbringen können. Also das heißt, Kinder, die hier wirklich sind, die dürfen auch hier leben und ihre Kindheit verbringen, bis sie erwachsen sind, wenn die Kinder das denn wollen und wenn die Eltern mitarbeiten. Bereits vor über 40 Jahren erkannte die Ärztin und Heilpädagogin Benita Quadflick von Fegesack, dass Kinder und Jugendliche frühe und individuelle Hilfestellung bei der Bewältigung ihrer körperlichen, seelischen und sozialen Probleme benötigen. Sie gründete das Haus Mignon und nach diesem Leitgedanken werden heute über 300 Kinder betreut. Das Angebot reicht über einen Kindergarten mit Krippe und einer Frühförderung, in der fächerübergreifend Therapeuten und Kinderärzte zusammenarbeiten. Die Benita Quadflick Stiftung unterstützt Freizeiten auf dem Segelschiff Fortuna sowie Reittherapien. Sie hat 2014 das Kinderhaus Mignon gekauft, um eine langfristige Zukunft für die Betroffenen zu sichern. Im Haus leben 3 familienanaloge Wohngruppen mit insgesamt 14 Kindern. In der großen Wohnung, in der jedes Kind ein eigenes Zimmer hat, erleben die meisten von ihnen zum ersten Mal, was Familienleben heißt. Es wird zusammen musiziert und gesungen. Die Kinder erfahren Liebe, Verlässlichkeit und Struktur im Alltag. Maja Schneider kommt aus einer Schweizer Großfamilie und hatte schon früh den Berufswunsch, sich intensiv um Kinder zu kümmern. Ein Säugling, der zur Welt kommt, der lernt, wenn ich mit dem Erwachsenen kooperiere, dann kann ich überleben. Also das heißt, wenn ich die Mutter anlächle, dann gibt sie mir was zu essen. Wenn ich sie wieder anlächle, dann kriege ich vielleicht auch noch eine trockene Windel. Das ist ein ganz wichtiger Dialog zwischen Mutter und Kind. Diese Kinder erfahren, dass sie, auch wenn sie lächeln, die Mutter nicht reagiert. Oder auch wenn sie schreien, niemand kommt. Diese Kinder erleben, dass sie 12 bis 18 Stunden alleine im Kinderbettchen liegen und nicht versorgt werden. Und es gibt Kinder, die reagieren dann, indem sie ganz in die Regression gehen, sich so anpassen, dass sie merken, kein Stress, kein Schreien, keine schlechten Signale senden, weil dann werde ich schon gar nicht mehr versorgt. Und dann gibt es Kinder, die schreien. Die gehen in die Aggression, die schreien und die schreien eigentlich ums Leben. Feinfühlig muss sie die Körpersignale der Kinder deuten, ihnen zeigen, hier wirst du geschützt und versorgt, mit dem Ziel einer sicheren Bindung. Wie meldet sich das Kind? Hat es Schluck auf oder wird es unruhig? Fängt es motorisch doch an zu strampeln oder mit den Händen zu spielen oder so? Und man merkt dann, es gibt so Kinder, die signalisieren wirklich einen Schluck auf und man merkt, der kommt dann so rhythmisch, so alle 4 bis 5 Stunden. Und wenn man da sehr feinfühlig ist, dann spürt man, dass das Kind Signale sendet über den Körper, um Nahrung zu bekommen, um gepflegt zu werden. Um dies alles auszuhalten, müssen die Pädagogen lernen, achtsam mit sich selbst umzugehen. Weiterbildungen in Sachen Traumata und Supervisionen helfen dabei. Externe Betreuer unterstützen das Modell, sodass die Pädagogenfamilie auch mal eigene Termine wahrnehmen kann oder ein freies Wochenende hat. Alle Kinder stehen unter Vormundschaft des Jugendamts. Ihre Eltern sind mit der Erziehung überfordert. Sie sind psychisch krank, drogensüchtig oder Alkoholiker. Christina Lammertz ist Gerichtssachverständige und geht in die Familien, um festzustellen, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Kann das auch sein, dass Eltern dann in ihrer Überforderung dazu neigen können, Erziehungsmethoden anzuwenden, die nicht erlaubt sind, also zum Beispiel körperliche Züchtigung der Kinder, wie Schlagen der Kinder, schwerste Misshandlungen, also Verbrennung, Verbrühung der Kinder, dass Kinder kein Essen bekommen, keine körperliche Hygiene, also nicht gewaschen werden, die Zähne werden nicht geputzt, Kinder werden nicht zur Schule geschickt, nicht zum Kindergarten, nicht abgeholt, sind sich selbst überlassen, Kinder verwahrlosen, sowohl körperlich als auch seelisch.
Nicht nur selbsterlebte Gewalt ist für Kinder sehr belastend. Sie leiden besonders, wenn die Eltern sich untereinander Gewalt antun. Was wir mittlerweile wissen, ist, wenn Kinder Zeugen sind, dass Eltern sich gegenseitig Gewalt antun, hat das eine so dermaßen verstörende Wirkung auf dieses Kind, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind später eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, höher ist als ein Kind, das selber körperliche Gewalt erlitten hat. Eine Inobhutnahme wird sehr sorgfältig geplant, denn die Beziehung zu den Eltern soll nicht abgebrochen werden. Es gibt Besuchskontakte, wo die Eltern in Begleitung von Therapeuten ihre Kinder sehen können. Ich erlebe bei sehr vielen Eltern, dass sie sehr zufrieden sind, dass ihre Kinder hier sind, dass sie zu Hause entlastet sind, weil sie eben auch merken oder wissen, ich schaffe die Erziehung gar nicht. Ich komme mit der Erziehung des Kindes gar nicht klar. Also eigentlich muss man auch da verstehen, die Mutter oder die Eltern brauchen Hilfe, nicht nur das Kind. Und diese Eltern sind, die lernen dann auch ein Stück weit und merken, spüren die Entlastung und merken auch, dass ihr Leben sich gewaltfreier gestaltet, wenn sie nicht dauernd in diese permanente Überforderung geraten. Am Küchenschrank kleben gemalte Bilder von den Kindern. Sie zeigen ihre Entwicklung, sagt Maja Schneider, wie sie sich expressiv ausdrücken, wo Kunst und Kreativität eine Form der Sprache sind. Und was natürlich auch immer super ist bei Kindern, ist die Sonne. Oben rechts die Sonne mit den Strahlen. Und da sieht man einfach, das ist eine ganz, ganz gesunde, wunderschöne Entwicklung. Und das sind Dinge, die finde ich, das sind die kleinen, oder respektive die kleinen Dinge im Leben, die für mich die größten Geschenke sind. Da merkt man einfach, das ist toll. Die Kinder sind da, die kommen, die entwickeln sich, die gehen in die Welt, die gehen ins Leben. Auf eigenen Beinen stehen, auch darauf bereitet das Haus Mignon die Jugendlichen vor. Sie bekommen Hilfe bei der Berufsfindung, die Ausbildung zu organisieren oder den passenden Wohnraum zu finden. Und es ist schön, wenn sie mal wieder vorbeischauen und der Kontakt nicht abreißt. Viele Kinder kommen hierher zurück und besuchen uns und erzählen und so. Und es gibt ja auch Kinder hier, die sind in einer geistigen Behinderung und die gehen dann auch in eine weiterführende Einrichtung. Dann gibt es Kinder mit einer Lernbehinderung, die gehen teilweise auch in eine andere Einrichtung oder sind selbstständig und jobben beim Bäcker oder sind Gärtner geworden. Dann gibt es auch die Kinder, das sind oft eben auch Kinder aus Alkohol- oder Drogenfamilien, die selber noch mal dann ab dem 18. Lebensjahr noch mal schwer in die Droge gehen, schwer in die Krise gehen. Und auch diese Kinder kommen zurück. Und das ist eigentlich eine Riesenfreude. Weil die haben wirklich so eine Phase, wo sie noch mal wirklich ihre Wurzeln wie verstehen müssen. Was ist eigentlich geschehen? Was haben meine Eltern erlebt, um dass ich überhaupt so aufgewachsen bin? So geht jedes Kind seinen individuellen Weg. Und trotz mancher Krise stehen alle wieder auf. Den Kindern eine Kindheit geben und gerade Kindern mit frühkindlichen Traumatisierungen das Wiedererlangen des Vertrauens in sich und die Welt ermöglichen, sie für ihr weiteres Leben stärken. Dieser Geist wird im Kinderhaus Mignon gelebt.